Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast bei der Firma Fahrzeugtechnik Bossert. Wir haben hier eine C-Klasse, 204er Baureihe. Und da tauschen wir uns an der Hinterachse die Stoßdämpfer und die Federbeinlager. Die Stoßdämpfer an sich haben jetzt 200.000 Kilometer gelaufen, dementsprechend müssen die ersetzt werden. Aber genauso wichtig wie die Stoßdämpfer an sich sind auch im Endeffekt die Federbeinstützlager oben. Denn das ist die einzige Verbindung vom Stoßdämpfer zur Karosserie. Und das sind natürlich Gummimetallteile und die verschleißen natürlich mit der Zeit auch. Wie die im Detail aussehen im Vergleich alt zu neu, schauen wir uns nachher an, wie wir es zerlegt haben. Und die weiteren Arbeitsschritte erklärt uns auch der Felix. Gut, im Endeffekt gehen wir die Verbindung zwischen Stoßdämpfer und Karosserie lösen. Das ist im Endeffekt das obere Lager und natürlich unten eine Schraube vom Stoßdämpfer zum Lenker und können den Stoßdämpfer rausnehmen. Und dann den Stoßdämpfer wieder eigentlich komplett als Einheit mit dem Lager wieder ins Fahrzeug einbauen. Schauen wir uns jetzt mal an und dann gucken wir nachher, wie das Ganze aussieht, jetzt halt im zerlegten Zustand. So, einmal müssen wir die Verschraubung vom Stoßdämpfer unten lösen. Das passiert von hier außen, nachdem wir die Verkleidung demontiert haben. Und natürlich oben her müssen wir demontieren bzw. lösen, damit wir den Stoßdämpfer demontieren können. Und wenn es dann zerlegt ist, schauen wir weiter. Demontage der Rathausverkleidung. Die Verschraubung der Federbeinlager von oben ist von innen vom Fahrzeug her. Das heißt, wir müssen die Schrauben bzw. die Muttern von innen lösen. Federbeinaufnahme oben, rechts und links. Die Stoßdämpfer an sich haben wir jetzt aus dem Fahrzeug ausgebaut. Wie man es hier schön sehen kann, haben sich hier die Federbeinschutzlager hier schon angefangen vom Aluminium abzulösen. Das heißt, wir haben zwar jetzt aktuell noch keinen Defekt, aber das wird demnächst passieren. Und daher, wenn wir alles einmal austauschen, also das heißt, nicht nur den Stoßdämpfer selber austauschen, sondern auch das Federbeinschutzlager, wie man hier so schön erkennen kann, einmal zusammen austauschen, natürlich auch die Randschaltpuffer. Einmal das komplette Einheit tausche, wieder einbaue und der Kunde hat sehr, sehr lange Ruhe. Also wir gehen davon aus, dass es das Stoßdämpfer und die ganze Einheit dahinter das Fahrzeug überleben wird. Ganz genau. Für die Demontage an sich und für den Ersatz, in dem Fall müssen wir jetzt hier nicht mehr großartig was zerlegen, weil wir tauschen die komplette Einheit, aber beim neuen Bauteil lediglich quasi hier die Zentralmutter hier oben am Stoßdämpfer wieder zu verschrauben mit dem neuen Federbeinlager am neuen Stoßdämpfer und dann ist die Sache auch schon wieder erledigt. Jetzt haben wir das Ganze wieder montiert. Das heißt, wir haben jetzt unseren Stoßdämpfer mit neuem Federbeinlager wieder montiert. Eine neue Feder haben wir auch noch eingebaut, weil auf einer Seite war die Feder gebrochen, also haben wir die auch achsweise getauscht. Ja, jetzt kommt das Ganze noch das Draht drauf, wird auch alles angezogen. Dann machen wir eine Probefahrt und kontrollieren nochmal alles. Und das war's dann auch schon. Vielen Dank.